zur Vorstellung, wir beiden Kontrahenten. In der blauen Ecke, Adam Kolarik ist 29 Jahre alt, 93 Kilo hat er beim Wiegen. Er kommt aus der Tschechischen Republik. Viermal kämpfte er bisher bei den Profis, dreimal davon war er siegreich. Eine Niederlage steht bei ihm zu Buche. Er ist gewechselt vom Schwergewicht, war unter den Top 500 weltweit. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke, Adam Kolarik. Ja, das ist schon ein Brocken. Und in der roten Ecke, Armes Butzer. Heutigen Abends. 24 Jahre alt, 93 Kilo schwer, kommt aus dem Kosovo. Bisher kämpfte er bei den Profis dreimal. Alle drei Kämpfe hat er gewonnen. Sein Trainer ist der frühere Profi-Weltmeister Levin Shukur. Meine Damen und Herren, in der roten Ecke von der Line Sport Promotion München, Ahmet Butsaku. Und der Kampf wird ausgetragen. Im Cruisergewicht ist angesetzt auf 6 Runden. Und die Leitung des Kampfes hat Herr Bernd Hupper. So, jetzt habe ich den Anfang noch fast verpasst, aber das ist ein Leckerbissen heute am Abend. Ahmet Butsaku, natürlich hier in der roten Ecke, der Heimfavorit gegen Adam Kolarik aus der Tschechischen Republik. 6 mögliche Runden, aber in diesem Cruiser-Gewicht über 90 Kilogramm. Kann es auch mal schnell gehen. Ja, er wird durch körperlich auch mal ein bisschen gegengedrückt. Der Tscheche Kolarik sieht sehr stabil aus im Verhältnis, wenn ich das mal sagen darf. Ja, schon unfassbare Kraft dahinter. Ja, aus der Ecke muss Ahmet raus. Kurze Mahnung, Kopf hoch für Ahmet. Und Adam darf auf den Hinterkopf nicht schlagen. Illustre erste Runde. Das schon ordentlich Schmack ist dahinter, die Schläge zum Körper vom Tschechen. Kann man sich kaum vorstellen, dass das über komplette 6 Runden in dieser gleichen Geschwindigkeit und Form weitergehen soll. Der Tscheche Adam Kolarik, der versucht es hier mit sehr, sehr viel Kraft dahinter. Zermürbt, oder die Technik ist vielleicht eine Art Zermürbungstechnik, die hier aufspringt. Kolarik, Aufwärtshaken, Körpertreffer, Kopftreffer, versucht hier so ein bisschen seine Facetten alle auszuspielen. Drückt doch immer wieder gegen. Butsaku muss hier ein bisschen sich erstmal eincruisen wahrscheinlich, die erste Runde sacken lassen, schauen, wie gehe ich gegen so einen, ja, vielleicht kräftigen in seinen Schlägen Gegner vor, wie mache ich das? Na, hören wir es, lange Hände, das heißt, du kannst den Infight vielleicht nicht gewinnen, aber versuch auf die Distanz deine Schläge anzusetzen. Aber das versucht natürlich Adam zu unterbinden. Geht direkt nach vorne, schiebt seinen Gegner, versucht dann seine 2, 3 Schläge anzusetzen. Also das wird eine Herausforderung. Oh, die Rechte. Die Rechte angesetzt. Wow, die war hart. Ahmet am Boden, wird angezählt. Das wird schwer. Oh, er torkelt noch. Oh, die Rechte war schwer.
das war ein schwerer Niederschlag. Er holt sich aber sehr schnell. Er war nicht komplett weg. Er sieht sich schon um. Also er ist auf jeden Fall da, wird sofort von Michael Hautmann, den Ringarzt, entsprechend kontrolliert. Man hat sofort das Raunen mitbekommen. Oh, hier direkt in die Rechte reingelaufen, das hat man gesehen. Da war dann, da gab es dann die Unterbrechung im Gehirn, da hat man, ja nochmal. Ja, aber er ist wieder da, er fängt sich, das ist gut so. Dennoch haben wir ein vorzeitiges Ende für Adam Kolarik, der in der ersten Runde kurz vor Schluss mit diesem Knockout sich den Sieg holt. Meine Damen und Herren, noch einen kleinen Moment Geduld bis zur Urteilsverkündung. Die Ringärzte Dr. Michael Hautmann und Dr. Rainer Fuß kümmern sich gerade noch um Ahmed Buzaku, um sich zu überzeugen, dass keine ernsthaften Sachen passiert sind. Dann wird das Urteil gleich direkt verkündet. So, nochmal kurz gecheckt, aber Ahmed Buzaku steht. Vitalwerte, alle sind wieder da. Gutes Zeichen. Und hier das Urteil. Sieger durch Knockout nach 2 Minuten 53 Sekunden in der ersten Runde. Adam Kolarik. Ja, da wird er selber enttäuscht sein. Aber das macht ihn auch nur stärker.